Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute hier in der Sonnhalde, drüben im Krankenhaus und überall, wo Sie uns über Sonnhalde TV verbunden sind. Sie sehen, wir haben heute rot gedeckt. Das rote Paramenthier vorne auf der Seite. Rot ist die Farbe des Blutes, der Liebe und des Feuers. Und in der Kirche ist rot die Farbe des Heiligen Geistes und die Farbe der Gemeinschaft und der Kirche. Für Pfingsten gelten alle diese Assoziationen. Pfingsten war zwar schon am 28. Mai dieses Jahres, aber wir haben hier in der Sonnhalde noch nicht so richtig miteinander Pfingsten gefeiert. Ich habe mich extra erkundigt bei den Kolleginnen und Kollegen vorher. Letzte Woche, kurz nach Pfingsten, war ja das Gesangsquartett aus Feldrenach da. Da hatten sie schöne Musik, aber keine Pfingstgeschichte. Und das Mal vorher beim Pfarrer Gerlach, das war ja noch vor Pfingsten. Aber Pfingsten ist so ein wichtiges Fest, das können wir nicht einfach ausfallen lassen. Und deshalb will ich jetzt mit Ihnen heute noch ein bisschen Pfingsten feiern und die Pfingstgeschichte in den Mittelpunkt stellen. Dafür passen auch ganz wunderbar diese schönen Pfingstrosen hier. In meinem Garten sind die Pfingstrosen leider alle schon verblüht und in den meisten Gärten auch. Deshalb war ich heute ganz freudig überrascht, als ich hier in die Sonnhalde kam und diese wunderbaren Pfingstrosen hier gesehen habe. Ja, die sind echt, die duften sogar. Also ich stehe so nah dran, ich kann sie riechen. Und das sind ganz wunderbare gefüllte Pfingstrosen, die begleiten uns heute also auch an diesem Pfingstfest. Und ich habe Ihnen auch extra ein Liedblatt gemacht. Genau, oh, das ist mir runtergefallen. Ja, Dankeschön. Und Sie haben aber auch alle eins. Da habe ich Ihnen nämlich auch noch was Pfingstliches mitgebracht. Manche haben es vorher schon entdeckt. Das ist ein Blumenbild aus Dietramszell in Oberbayern. Dort war ich letzte Woche im Urlaub. Und dort in der Kirche in Dietramszell haben sie aus lauter Blütenblättern vor dem Altar dieses Pfingstbild gelegt mit dem Heiligen Geist als Taube. Und deshalb habe ich gedacht, das bringe ich Ihnen mit als Mitbringsel aus meinem Urlaub und heute für die Pfingstgeschichte. Und zu Pfingsten gehört auch das erste Lied, das wir jetzt miteinander singen. Es ist auf Ihrem Liedblatt drauf, das erste Lied. Wir haben es hier vorne auch in der elektronischen Anzeige. Falls jemand zu Hause sitzt, dann kann er das Gesangbuch aufschlagen, weil zu Hause gibt es ja kein so ein schönes Liedblatt, aber wir haben das Liedblatt. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Lassen Sie uns in dieses alte Pfingstlied jetzt miteinander einstimmen. Und Sohn verzagt, gib uns Segen.
Wir wollen den 23. Psalm miteinander beten. Er hat heute nicht mehr auf das Liedblatt gepasst, aber Sie haben ihn ja entweder im Herzen oder Sie hören einfach zu. Ich spreche ihn laut und die anderen ja auch. Lassen Sie uns miteinander den 23. Psalm sprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und man sagt auch manchmal, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Deshalb gratuliere ich Ihnen jetzt ganz herzlich zum Geburtstag, denn wir alle sind ja zusammen diese Kirche. Und es ist schön, wenn man das auch einmal im Jahr feiert. Das mit dem Heiligen Geist, das ist eine schwierige Sache. Denn man kann ihn nicht sehen, damals nicht und heute auch nicht. Aber man kann den Heiligen Geist spüren in seinen Auswirkungen. Zum Beispiel in der Liebe. Die Liebe an sich kann man ja auch nicht sehen. Aber ich denke, Sie stimmen mir alle zu, dass es die Liebe gibt und dass man die Liebe spüren und erleben kann. Und so, stimmt, genau, und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Man kann ihn nicht sehen, man kann ihn nicht anfassen, man kann ihn nicht kaufen, auch nicht basteln, erst recht nicht im Internet bestellen, aber man kann um ihn bitten und man kann ihn spüren. In der Liebe, im Verständnis füreinander und untereinander, in der Gemeinschaft, in der Kirche. Und das gilt überall auf der ganzen Welt und in allen Sprachen, damals wie heute. Welch wunderbare Sache. Und davon wollen wir jetzt alle ein bisschen erleben in diesem Gottesdienst. Der Heilige Geist befreit und beflügelt. Und deshalb möchte ich mit Ihnen heute ein kleines Experiment machen und hoffen, dass der Heilige Geist uns dazu begeistert und beflügelt. Manche von Ihnen haben vielleicht schon einmal etwas von Tessé gehört. Die ökumenische Gemeinschaft in Tessé, die versammeln Menschen aus der ganzen Welt und deshalb haben sie ganz einfache Lieder gedichtet, die alle Leute, die da sind, miteinander singen können. Egal, woher sie kommen, egal, welche Sprache sie sprechen und ein Liederbuch braucht man dazu auch nicht. Und deshalb sind diese Tessé-Lieder so beliebt geworden und vielleicht kennen Sie ja auch das eine oder andere. Eines habe ich Ihnen heute mitgebracht. Das ist das zweite Lied auf dem Liedblatt. Die Tessé-Lieder sind oft in Latein. Warum in Latein? Weil Latein früher die alte Kirchensprache war. Und Latein hat einen unschätzbaren Vorteil gegenüber vielen anderen Sprachen. Man spricht es genauso aus, wie es da steht. Also man hat kein TH oder keine Schnörkel über oder unter den Buchstaben, die man dann irgendwie bedenken muss. Nein, einfach so, wie es da steht. Und deshalb wollen wir das jetzt mal probieren miteinander. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Das heißt auf Deutsch, das steht auch drunter schon,
Lob singt ihr Völker alle, Lob singt und preist den Herrn. Ein Lied, das wunderbar für Pfingsten passt. Wir wollen das jetzt einmal miteinander probieren. Der Herr Müller und ich, wir singen Ihnen das einmal vor. Wenn Sie das schon können, dürfen Sie schon mitsummen und beim zweiten Mal singen Sie einfach alle mit. Und dann werden wir dieses Lied einbauen in die Pfingstgeschichte. Lateinisch und Deutsch, wir werden das immer wieder singen und so ein bisschen bewegt und begeistert Pfingsten miteinander erleben. Ich denke, das probieren wir mal heute miteinander. Herr Müller, wir machen mal die erste Runde Laudate um des Gentes und bei der zweiten singen Sie dann mit. Ja? Die Pfingstgeschichte. 50 Tage nach Ostern feierten die Menschen in Jerusalem wieder ein Fest, das Pfingstfest. Es war das Fest, an dem sie an den Bund dachten, den Gott einst mit ihren Vorfahren am Berg Sinai geschlossen hatte. Jahr um Jahr kamen viele Besucher zum Fest. Sogar aus fernen Ländern reisten sie an. So war es auch in diesem Jahr. Aber an diesem Pfingstfest geschah etwas Unerhörtes. Es war Morgen. Auf den Straßen von Jerusalem waren schon viele Menschen unterwegs zum Tempel. Aber plötzlich, was war das? Es brauste, als ob ein Sturm losgebrochen sei, und erschrocken blieben die Leute stehen. Sie schauten sich um. Woher kommt das Brausen? Da bemerkten sie ein Haus mitten in Jerusalem. Brausender Jubel drang durch die Fenster. Das ganze Haus schien erfüllt davon. Neugierig liefen die Leute zu diesem Haus. Da sahen sie, dass Jesu Jünger in diesem Haus saßen, die jubelten und Loblieder sangen und laut beteten. Es sprudelte nur so aus ihnen heraus und über ihren Köpfen leuchtete es, als ob sie alle Feuer gefangen hätten. Die Leute draußen vor dem Haus kamen aus dem Staunen nicht heraus. Was ist nur in die Männer gefahren? Fragten sie erschrocken. Und einige fragten bestürzt: Sie reden ohne aufzuhören und wir alle verstehen sie, obwohl wir von weit her kommen. Wir brauchen keinen Dolmetscher und können sie verstehen? Ach was, sagten andere, die lallen doch nur, die sind betrunken, die haben wahrscheinlich gestern Abend zu viel Wein getrunken, das ist alles. Aber niemand verstand so wirklich, was hier geschah. Gottes Geist hatte die Jünger erfasst. Unbeschreibliche Freude erfüllte sie. Alle Angst, die sie bedrückt hatte, war verflogen und nun hatten sie Mut, zu den Menschen zu gehen und von Jesus zu reden und zu erzählen. Weit öffneten sie die Tür ihres Hauses und gingen hinaus auf die Straße, wo sich inzwischen schon eine riesige Menge versammelt hatte. Und immer noch kamen mehr Menschen dazu und fragten: Was ist los? Sagt, was geht hier vor? Aber niemand konnte sagen, was wirklich geschehen war. Aber alle konnten verstehen, was die Jünger sangen. Und wir probieren es jetzt in unserer Sprache. Lob singt ihr Völker alle, Lob singt und preist den Herrn. Die gleiche Melodie wie vorher. Sie merken, man kann sich da ganz einfach reinlegen.
jetzt in unserer Muttersprache. Lob singt ihr Völker alle. Lob singt ihr Völker alle, Lob singt und preist den Herrn. Lob singt ihr Völker alle, Lob singt und preist den Herrn. Da rief Petrus laut in die Menge: Ihr Menschen, hört mir zu, ich will euch sagen, was geschehen ist. Wir haben keinen Wein getrunken, wie ihr meint, sondern Gott hat uns seinen Geist geschenkt. Darum reden wir zu euch und sagen euch, was uns bewegt. Ihr erinnert euch doch an Jesus von Nazareth? Wisst ihr noch, was er getan hat, wie er geholfen und geheilt hat? Ihr habt das alles mit den eigenen Augen gesehen und dennoch wurde er umgebracht. Doch hört, dieser Jesus von Nazareth ist nicht tot, er lebt. Gott hat ihn auferweckt. Wir haben ihn selber gesehen. Glaubt uns, er ist wirklich der König, auf den wir gehofft haben. Er ist der Retter und Herr über die ganze Welt. Jesus, der gekreuzigt wurde, ist auferstanden. Er ist der Herr der Welt. Und den loben wir jetzt musikalisch wieder Latein. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Als die Leute das hörten, ging es ihnen durch und durch. Und sie fragten betroffen: Was sollen wir denn tun? Kehrt um, rief Petrus. Bittet Gott, dass er euch eure Sünde vergibt. Und lasst euch taufen auf den Namen Jesu. Dann wird Gott auch euch seinen Geist schenken. Und das ließen sich die Menschen nicht zweimal sagen. Viele ließen sich taufen. 3000 Menschen an einem Tag. Es wurde das fröhlichste Pfingstfest, das sie je gefeiert hatten. Gott hatte einen neuen Bund mit ihnen geschlossen durch die Taufe. Und von nun an gehörten sie alle wie eine große Familie zusammen. Alle, die auf den Namen Jesu Christi getauft waren. Jeden Tag trafen sie sich in ihren Häusern, aßen miteinander und beteten, sangen Loblieder und hörten, was die Jünger von Jesus erzählten. Sie nannten sich Christen, weil sie an Jesus Christus glaubten und auf seinen Namen getauft waren. Und die Pfingstgeschichte geht weiter. Sie endete nicht damals in Jerusalem, denn sonst säßen wir heute nicht hier. Wir sind auch Teil dieser Getauften, Teil dieser Kirche, die in das Loblied Gottes mit einstimmen. Und deshalb tun wir das jetzt nochmal in unserer Muttersprache. Lob singt ihr Völker alle, Lob singt und preist den Herrn. Lob singt ihr Völker alle, Lob singt und preist den Herrn. Lob singt ihr Völker alle. Wir leben von Gottes Geist, der uns befreit, beflügelt, bestärkt und kräftigt. Wir können ihn nicht machen, nicht kaufen, aber wir können um ihn bitten. Und das tun wir jetzt im Gebet. Der Schöpfergeist, von dem alles Leben ausgeht, hauche dir seinen erquickenden Odem ein und belebe dich. Der Tröstergeist,
Berge dich in dem Schutzraum seiner Flügel, wenn du traurig bist. Der Geist der Liebe umhülle dich mit seiner Nähe, wenn du dich alleingelassen und einsam fühlst. Der Geist, der lebendig macht, bringe neu Leben in dein Leben. Amen. In unsere Bitte schließen wir auch ein, Frau Ingeborg Henning aus dem Wohnbereich 3. Sie ist am 9.6., also heute, hier im Haus hier verstorben und wohnte seit Juli 2021, also fast 2 Jahre, hier im Haus. Du kamst, du gingst mit leiser Spur, ein flüchtiger Gast im Erdenland. Woher, wohin? Wir wissen nur, aus Gottes Hand, in Gottes Hand. Amen. Und all unsere Bitten und Sorgen schließen wir jetzt noch ein in das Gebet, das Jesus uns gegeben hat, und beten miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen. Wir wollen dieses Segenslied miteinander singen. Es steht auf der Rückseite von Ihrem Liedblatt. Vielen Dank an alle, die heute zum Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben. Und vielen Dank, dass Sie sich auf das Experiment mit dem Tessé-Lied und mit Latein eingelassen haben. Aber Sie haben gemerkt, es ist gar nicht so schwierig. Und wenn einen Geist beflügelt, dann geht das fast von selbst. Genesungswünsche gehen an die vielen Kranken, die heute hier im Haus und natürlich auch im Krankenhaus sind und vielleicht auch diejenigen, die zu Hause krank sind, dass sie bald wieder gesund werden. Ihnen wünsche ich, bleiben Sie gesund und behütet, bis wir uns wiedersehen. Denen, die auf die Freizeit gehen, wünsche ich jetzt schon eine gute Zeit, weil ich Sie erst dann danach wiedersehe. Bin gespannt, was Sie dann erzählen. Und nach dem Segen hören wir dann nochmal ein Nachspiel am Klavier. Gehen Sie jetzt in diesen Tag und die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.